Das war eine Betriebsversammlung der Aufzugsindustrie, bestehend aus den Firmen Otis, Kone, Schindler, Haushahn und ThyssenKrupp Aufzüge. Auf die Leute kommt immer mehr Arbeit zu. Sie werden immer mehr ausgequetscht von dem her, von der Arbeit. Und darum sehen sie auch so, dass der Lohn plus wohl ein gescheites auch dazu. Dass die Arbeitgeber nichts geben wollen, das ist die letzten Jahre auch nicht anders gewesen. Ja, die Problematik haben wir alle Jahr wieder im Prinzip, dass es nicht auf Augenhöhe passiert, diese Verhandlungen, man eigentlich von der Wirtschaftsseite davonlaufen muss, den Arbeitnehmern oder den Kollegen auch nichts zugesteht. Für mich eigentlich sehr respektlos. Das einzige Ergebnis ist die Inflationsrate von 2,02. Das ist eigentlich beschämend. Jetzt wollen sie uns mit 2% abspeisen, Lohn plus, ja, obwohl die Wirtschaft relativ gut rennen tut. Und ja, so kann es nicht sein. Ja. Ich glaube, das Problem ist grundsätzlich das Rahmenrecht und auch die Ist- und Mindestlohnerhöhung. Ja, wir sind bei den letzten Verhandlungen nicht weitergekommen. Wir werden den Druck erhöhen. Wir werden heute die Kolleginnen und Kollegen informieren, gestern schon, heute und morgen, und werden dann am Donnerstag in die Verhandlungen treten. Wir fordern 5% Lohnzuwachs, eine 4-Tage-Woche, dass wir einen Kollektivvertrag haben, und 10. und 11. und 12. Stunde eine bessere Abgeltung. Wir haben eine Resolution beschlossen, im Prinzip mit den 5% oder mindestens 100 Euro, dass einfach das, was die Kollegen jeden Tag erwirtschaften, aufs Jahr gerechnet im Prinzip auch einen Anteil einmal davon haben. Wir haben jetzt einen Beschluss gefasst, wenn jetzt diese Woche am Donnerstag, am 8. November, kein Ergebnis hinauskommt, dass wir bereit sind, weitere Schritte, arbeitsrechtliche, Arbeitskampfschritte durchzuführen. Und ja, heute wird einmal, geben wir den Arbeitgebern einmal eine Vorwarnung, wenn quasi nichts rauskommt heute, dass, wenn es nichts weitergeht, halt quasi, dass wir streiken müssen heute. Wir haben beschlossen, falls es zu keiner Einigung kommt am 8. November, dass wir gewerkschaftliche Maßnahmen setzen werden. Das heißt, es kann sein, dass wir streiken werden. Wenn es zu keinem Abschluss kommt, wenn die Arbeitgeber hier uns nicht entgegenkommen, dann wird es ab Freitag Maßnahmen geben. Die Stimmung war hervorragend im Prinzip. Man hat es an der Teilnahme gesehen. Sie sind alle der Einladung gefolgt. Natürlich ist ja jeder Kollege auch interessiert, was ist der Stand, wie steht's, was erwartet mein Betriebsrat im Prinzip dann für die Zukunft oder fürs Naheliegende von mir, und deswegen sind auch sehr, sehr viel Kummer. Jetzt geht es darum, dass wir einen ordentlichen Abschluss machen, und ich kann nur an die Arbeitgeber appellieren, gescheit zu sein und einen Schritt uns entgegenzukommen. Also wir haben die Leute hinter uns, und wenn es soweit ist, dass es einen Streik kommen sollte, gehe ich davon aus, dass auch dann die Leute wieder hinter uns stehen. Die Stimmung war hervorragend. Mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aufzugsindustrie waren hier, und eine einstimmige Zustimmung, kein besseres Votum kann man sich nicht vorstellen. Bei mir sind die Leute bereit, das stehen quasi auch von dem her. Sie stehen hinter dem, dass man was wollen. Die Stimmung war sehr gut, die Kollegen sind motiviert und verstehen auch nicht das Angebot der Arbeitgeber. Die bringen eine tolle Leistung übers Jahr, und das wollen sie honoriert haben, und das gehört honoriert. Wir haben eine sehr gute Stimmung. Die Menschen wollen, dass was weitergeht, und geben uns Kraft, dass wir am 8., also am Donnerstag, ordentlich abschließen können.